So, Freunde, wir sind zurück in Lands Island. Ich komme gerade aus einer richtig abgefuckten Aufnahme von Elden Ring und bin aber richtig genervt. Also, hat keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt erstmal Lands Island aufzunehmen, weil hier kann dir so eine Scheiße wie in Elden Ring nicht passieren. Und dementsprechend bin ich da ganz froh drum. Jetzt komme ich da aber auch nicht. Ach, das ist doch Kacke. Ich glaube, das Beet muss ich umpflanzen, ne? Oder ich brauche die Sense, dann klappt das. Ja, wie gesagt, es war echt Abfuck hoch 10. Ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Also es hat mich sowas von genervt. Diese Folge von Lands Island werden wir auf jeden Fall mal versuchen, an die bessere Axt zu kommen, damit wir Hartholz farmen können. Ich denke, dass das mit dieser dann gehen wird. Und vielleicht auch an die bessere Pickaxe. Das heißt, wir brauchen 6 von den Barren. Brauchen eigentlich noch sehr viel mehr von den Barren. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Metal Scraps. Da kommen wir nicht drum herum. Das heißt, wir müssen Steine farmen. Steine farmen, Steine farmen, Steine farmen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, komme ich da irgendwie. Ja, hier von hier komme ich dran, aber von hier nicht mehr. Scheiße. Und ich kann die Perspektive der Kamera nicht drehen. Steine haben wir hier keine mehr. Das heißt, wir müssen ein paar Farmen gehen. Das sollte aber hier auch kein Problem sein. Obwohl, wir können auch eigentlich schon in die Mine gehen. Da kriegen wir den Bums noch ein bisschen schneller. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Frohes neues Jahr übrigens. Und habt Spaß am Spiel. Ich habe da ein paar coole Kommentare bekommen. Zum Beispiel Pepe, danke dafür deinen Kommentar. Das ist cool, dass du durch mich wieder an dieses Spiel herangekommen bist. Ich muss ehrlich sagen, seitdem das DLC draußen ist, ist das Spiel für mich noch deutlich runder und macht noch sehr viel mehr Spaß als vorher. Aber ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal mitgeteilt. Jetzt habe ich meine Fackel nicht dabei. Scheiße, okay. Dann gehen wir die mal schnell noch holen. Aber zu dem Thema, ich muss ehrlich sagen, Schiff fahren, neue Inseln erkunden, größere Welt, deutlich ausgeprägteres Dungeon-Welt, Dungeon-Verhalten, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Dazu das wirklich von Anfang an gut ausgebaute Crafting-System. Also, das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und ich feiere das Spiel wirklich hart. Also, es ist rund. Es macht mir sehr viel Spaß. Und es sind halt so Kleinigkeiten, die mich dann dabei so ein bisschen erfreuen. Wie zum Beispiel, dass halt beim Türaufmachen immer der gleiche Ton kommt, der aber nicht zu spät oder zu früh prockt. Das sind Kleinigkeiten. Hier dieses Feuer, das sieht einfach wirklich rund aus. Es sieht gut aus. Es ist grafisch echt eine super geile Geschichte. Und ich kann mich da echt. Also, ich mag halt auch alles, was mit Abenteuer zu tun hat. Und das ist halt hier vollends gegeben. Und ich spiele auch sehr viel Brettspiele privat und da sind auch Abenteuerspiele ganz vorne mit dabei, wie Seven Continents zum Beispiel, habe ich mir jetzt erst gekauft. Darüber hinaus Adventures Island oder Sleeping Gods haben wir dem letzten gespielt. Das sind alles so Spiele, die finde ich persönlich mit am coolsten. Ich stehe auch total auf Indiana Jones. Also alles, was mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat, ist so vollends meins. Und da habe ich immer richtig viel Spaß dran. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier ein paar Steine finden. Oh, cool. Da sind schon welche drin. Sehr gut. Aber hier ist auch was. Deswegen ist das Spiel für mich wirklich durch das neue DLC jetzt auf einen sehr hohen Rang angewachsen. Muss ich ganz einfach so sagen. Das macht mir. Oh, guck mal da. Ey, geil. Pilze kann man farmen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Das gucken wir uns jetzt aber mal eben an. Geil, Pilze, cool. Da waren da oben noch mehr, ne? Ich weiß gar nicht, ob man hier auch kochen kann mittlerweile. Das ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Es wäre natürlich geil, wenn sie noch so ein Kochsystem dazu bringen. Also es darf auch nicht allzu voll werden. Zum Beispiel mit jetzt irgendwie, dass man einfach zu viel zu tun hat. Was mich zum Beispiel total nervt, ist, dass man diesen blöden Handwerkern in der Stadt erst ein Haus bauen muss, bevor man bei denen irgendwelche, Dienste in Anspruch nehmen kann. Das ist so eine Sache, die nervt mich ehrlich gesagt. Also, womit sie ankommen hätten können, dass man irgendwie den Schmied upgraden kann, indem man dem irgendwelche selteneren Materialien bringt, die er selbst nicht farmen kann, weil er eben kein Abenteurer ist, so wie wir, und dann eben wir den damit upgraden, dass er irgendwie sein Repertoire dann erhöht. Das fände ich ganz cool. Aber dass ich denen eine eigene Hütte bauen muss, das ist eine Sache, die nervt mich. Also, das finde ich nicht cool. Aber man kann anscheinend nicht alles haben. So, da unten sind auch noch mehr Pilze. Also Pilze, das wusste ich bisher noch nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet. Das fände ich richtig cool. Also,
wenn ihr solche Infos habt, haut die gerne raus. Ich hatte noch einen anderen Kommentar bekommen, wo mich da, der hatte wahrscheinlich gerade, seid mir nicht böse, wenn ich mir nicht alle Usernamen merken kann. Da kam noch ein anderer Kommentar rein, der sagte mir, dass man halt auf anderen Inseln, wenn man die erforscht, auch Hartholz bekommt. Das hat er wahrscheinlich mitten in der Folge geschrieben, weil in der gleichen Folge habe ich das dann noch rausgefunden. Aber trotzdem danke, solche Kommentare sind auch hilfreich, also vielleicht übersieht man ja auch irgendwas. Wie jetzt mit den Pilzen zum Beispiel, wenn mich da jemand vorher darauf aufmerksam gemacht hätte, was kein Vorwurf an meine Community sein soll, dann hätte ich das wahrscheinlich schon eher herausgefunden. Aber so bin ich natürlich jetzt selbst drauf gekommen und damit ist das neuronale Belohnungssystem natürlich deutlich besser befriedigt bei mir, als wenn ich da jetzt darauf hingewiesen worden wäre. Aber das sind halt Spiele, wenn so ein neues DLC rauskommt und man noch keine Ahnung hat, worauf man sich hier einlässt und vor allem das Spiel mehr selbsterklärend ist, als irgendwelche Tutorials hat oder irgendwelche Hinweise von wegen, guck dir das mal an, ist das natürlich immer recht schwierig, davon alleine drauf zu kommen. Ach, guck mal, da hinten sind noch jede Menge Viecher. Ihr Säcke! Kriegt aufs Maul! Hier, dicken Angriff. Schnauze. So. Wie viel haben wir denn? 2. Na, da warten wir noch ein bisschen. Ich will jetzt mal ein bisschen mehr skillen. Also nicht ein bisschen mehr, aber ein bisschen höherwertigere Skills bekommen. Weil für 2 kriege ich, glaube ich, schon gar nichts mehr. Da gucke ich aber jetzt nochmal direkt nach. Aber ich glaube für 2... Na doch, hier oben wären noch ein paar Sachen. Aber das ist noch locked, weil ich das hier noch nicht gemacht habe, glaube ich. Das habe ich alles. Hier sind es 3. Das ist unlocked, genau. Also hier sind alles 3. Hier, das sollten wir auch mal auf jeden Fall machen. Aber das gilt nur Shield-Blocking, ne? Das ist nur, wenn man ein Schild hat. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich mache ja schon sehr viel mehr Damage als vorher. Ist hier auf jeden Fall auch guten XP mittlerweile. Das ist auch sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob wir hier oben schon waren, weil das sieht alles so neu und unberührt aus. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass ich bald mal diese blöde Fackel bekomme, die man sich auf den Rücken schnallen kann. Wo man dann halt auch ein Schild tragen kann, weil ein Schild ist schon nicht schlecht. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass das Nonplusultra ist, aber es wäre ganz geil, wenn wir den mal tragen könnten. Weil hier im Düsteren reinzulaufen, ist selbst für mich als Spieler, wo ich ja dann immer noch ein bisschen mehr sehe als ihr, doch ehrlich gesagt ziemlich erbärmlich. Also das macht dann auch mir keinen Spaß. So, 174 Steine, da sind wir auch bald voll. Okay. Ach krass, ich bin immer auf den Kopf gesprungen und ist direkt tot. Das ist natürlich auch geil. Ich meine, das wusste ich, dass man den auf den Kopf springen kann. Das hatte ich ja vor ein paar Folgen schon gesagt oder angedeutet, dass ich da einen auf Super Mario mache. Aber ich wusste nicht, dass die mit einem Sprung tot sind. Und ich nehme alles zurück, die spawnen doch wieder neu, weil das hier habe ich auf jeden Fall schon mal geklärt. Das ist aber auch gut so, dass das eigentlich neu spawnt, weil dann mag sein, dass ich vorher was anderes behauptet habe, aber dann ist es mir jetzt eingefallen. Es ist gut, dass es neu spawnt, aufgrund der Tatsache, dass die einfach, dass man einfach wieder XP farmen kann, ne? Weil sonst gehst du in einen neuen Dungeon rein, bist da völlig underlevelt und kriegst da nur auf die Schnauze. Das macht dir dann auch keinen Spaß. Okay, Steine sind mal voll. Das heißt, wir können eigentlich wieder gehen. Wir haben ja auch gut Teile gefunden, wenn ich mich nicht täusche. 22, ja, läuft. Läuft. Aber damit sollten wir jetzt auf jeden Fall einiges an Barren craften können. Und dann kriegen wir auf jeden Fall jetzt ein paar neue Waffen. Also eine neue Waffe vielleicht, das weiß ich noch nicht. Ich brauche ja schon mal allein 6 Waffen für neue Werkzeuge. Und ich würde gerne Hartholz haben wollen. Und Hartholz brauchten wir auch schon für irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau für was.
Habt da bitte ein bisschen Nachsicht. Ich habe gerade drei Projekte am Laufen: Elden Ring, Lands Island und High on Life. Und High on Life möchte ich auch so schnell wie möglich durchgespielt bekommen, weil jetzt bald auch ein paar neue Games anstehen. Und mehr als drei Projekte ist einfach nicht drin. Das funktioniert nicht. Da nicht wenn du am Tag zwei, drei Folgen bringen möchtest pro Spiel. Also pro Spiel ist jetzt Quatsch, aber Lands Island ist ja jetzt tatsächlich auch was, was man nicht jeden Tag irgendwie bringen muss, weil es halt nichts ist, wo jeder andere das auch spielt. Ich glaube, von dem DLC bin ich im deutschsprachigen Raum tatsächlich auch einer der einzigen. Also, wenn es mehr gibt, seid mir nicht böse, wenn ich es vergessen oder übersehen habe, aber ich glaube, es gibt da sonst gar keinen. Finde ich ein bisschen schade, weil das doch eigentlich ein Spiel ist, was sehr gut auch bei anderen Let's Playern angekommen ist. Aber scheint dann doch nicht. Es scheint vielleicht auch an denen vorbeigezogen zu sein, dass es da jetzt ein Upgrade gibt. Komme ich da jetzt dran? Ne, immer noch nicht. Aber der ist schon wieder gewachsen, der Baum, ne? Das Beet muss ich abreißen. Das ist da scheiße platziert. So, packen wir direkt 200 rein. Bisschen mehr Kohle. Das nehmen wir da raus. So, peng ab dafür. Ah, jetzt hapert es bald an der Kohle, ne? Also für 5 bekomme ich einen Barren. Sehe ich das richtig? Das heißt 5, 10, 15, 20. Das sind 5 Barren. 5 brauche ich noch. Das heißt 25 Stück. Das heißt, wir haben immer noch zu wenig Scraps. Aber gut, das ist dann eben so. Ich muss mir irgendwie noch Kohle ranholen. Kohle. Kohle kriegt man nicht so einfach. Die kriegt man tatsächlich, glaube ich, nur im Dungeon. Ansonsten kriegst du die nicht. So, hier ist auf jeden Fall alles fertig. Aber ich komme einfach nicht an dieses... Kann ich das mit dem Schwert absäbeln? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Tja, da werde ich wohl das Beet abreißen müssen, ohne an die Beeren zu kommen. Weil so komme ich da nicht dran, wenn der Riesenbaum da steht. Aber das ist nicht so tragisch. War ja nur ein Bärending. Gucken wir das hier einfach hin. Was ist das? Okay, die sind voll. Dann können wir eigentlich direkt noch eins bauen. Dafür brauche ich nur ein bisschen Holz. Das können wir uns direkt mal besorgen. Also wenn man mit der zweiten Axt hier schon nur 3 Schläge auf dem Baum braucht, bis der fällt, bin ich mal gespannt, wie das mit den... Oh, bei den dickeren dauert es ein bisschen länger. Okay, aber bei den kleinen sind es 3 Schläge. Da bin ich ja mal gespannt, wie lange das dann dauert, wenn man die großen, wenn man die dicke Axt hat. Ich weiß auch, glaube tatsächlich auch, dass die nächste Ausbaustufe schon, was Werkzeug angeht, glaube ich, die höchste ist, die man selbst herstellen kann. Ich meine, oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es noch eine größere gibt. Das wäre dann Gold. Kann das sein, dass es hier sowas wie Gold gibt? Dass das auch ein bisschen wie in Stardew Valley ist? Wieso kann ich da jetzt wieder nichts hinsetzen? Das ist ein bisschen nervig. Haben die hier echt so ein bisschen auf Untergrund geachtet? Weil, oder da ist die Ecke von dem Haus mit drin. Aber hier kann ich auch nichts hinsetzen. Ah ja, hier geht's wieder. Da kann ich es direkt ans Haus setzen. Da ging es auch. Hm, da ging es. Gut, setzen wir es dahin drauf geschissen. Jeden Fall alles einpflanzen, was geht. Umso mehr wir einpflanzen, umso mehr bekommen wir nachher dafür. So, dann ist man aber... Obwohl, jetzt hat es doch gerade geregnet. Fängt an zu regnen. Ja, okay. Habe ich nicht im Letzten noch gesagt, ich habe bisher noch nie regnen sehen? Jetzt haben wir den Regen. nee. Die brauche ich. So, ich würde sagen, wir legen uns mal hin. Das Haus auch bald mal anfangen auszubauen. Aber es gibt hier so viel zu entdecken, Leute. Es ist einfach krass, wie viel man hier zu tun hat. 15 Stück. So, jetzt passt das, ne? Aber ich brauche noch Kohle. Wie kriege ich denn Kohle? Kann ich mir Kohle auch irgendwie aus hier dem Scheiß machen? Vielleicht aus Lehm oder so? Doch, das ist Lehm, das ist Sandstein. Ich warte mal, bis der den Kram hier... Obwohl... Haben wir jetzt nicht schon genug für die Werkzeuge? Es muss noch... Ah, jetzt. Jetzt haben wir 5. Okay, also wir haben davon auf jeden Fall genug. Das machen wir mal aus.
Und dann holen wir den Kram mal da raus. Ich will nur mal gerade gucken. Nee, da bekommen wir Edelsteine oder was das auch immer ist. Und ansonsten haben wir leider noch keine Ressourcen, ne? Nehmen wir die Kohle auch mal hier raus. Okay, das geht aber noch. Das macht er jetzt fertig. Okay. Dann packen wir den Scheiß mal hier hinten rein. Okay, irgendwo, aus irgendwas muss man doch Kohle machen können, oder? Es müsste doch eigentlich funktionieren, dass man das aus Holz herstellen kann auch. 10 Kohle brauchen wir dafür, 60 Steine und 15 davon. Ich meine, mich dunkel erinnern zu können, dass man damit nicht nur Brot herstellen kann, sondern auch Kohle. Aber ich kann mich jetzt auch voll täuschen. Wir versuchen es mal. Wir holen uns mal die Steine hier raus, dann das. Und Holz haben wir, glaube ich, noch genug gehabt. Ne? Wir versuchen es einfach mal. Wir gucken, was dabei rumkommt. Entweder wir bauen jetzt hier voll den Scheiß oder es klappt. So viel zum Thema, man kann kochen. Okay, aber die Rezepte sind natürlich ein bisschen doof. Ach, man kann aber mit Holz heizen, ne? Das habe ich vergessen, okay. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich gar keine Kohle. Ja, doch, hier brauchen wir die Scheiße. Wo, warte, nee, also hier bei dem Teil brauchen wir die. Hier können wir mit Holz heizen, okay. Dann heißt, das ist aber ganz relativ befriedigend, weil so haben wir natürlich jetzt einiges, haben wir ein bisschen Spielraum, weil wir brauchen nur, um die Barren herzustellen, die Kohle. Das heißt, wir pumpen die Kohle, die wir befinden, nur da rein. So, Holz brauchen wir noch. Ach, guck mal, hier sind wieder ein paar Pumpkins fertig. Sollte man auch sofort abbauen, damit man wieder neu sehen kann. So. Weil einfach Essen ist schon eine relativ essentielle Sache in dem Spiel. Wenn du irgendwo im Dungeon bist und du kriegst auf die Schnauze und du hast nicht genug Essen dabei, dann ist das immer meistens relativ schlecht. So, und ich würde gerne Hartholz farmen wollen. Ich habe da gerade auch schon gesehen, dass wir das für irgendwas brauchen. Ich weiß aber noch nicht, ich muss jetzt gleich nochmal schnell nachgucken, wofür das genau war. So, mal gucken, ob wir jetzt genug Holz haben. Ich finde es schade, dass wir hier aus Holz keine Kohle generieren können. Das wäre noch eine coole Geschichte. So, Craft, Craft. So, und dann sollten wir uns hier das Schwert vielleicht mal machen demnächst. Da brauchen wir noch 3 von diesen Barren. 15 Kohle sind das dann, glaube ich, oder? Vertue ich mich? Gut, dann soll er die schon mal herstellen. Dann packen wir unseren restlichen Kram mal hier rein. Ach Quatsch. Rein, nicht raus. Okay, haben wir sonst nichts? Was ist hier? Okay. Dann sind wir aber auch leer, ja? Ja, Fasern haben wir noch, aber die können wir eh nicht ablegen. So, wir haben 3 Skill Points. Die können wir jetzt eigentlich wieder verteilen. Mehr Damage. Was ist das hier? Skies only harvesting full-grown corps, okay. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie wir hier oben dran kommen. Okay, hier müssen wir noch anlocken. Increase health pool. Das machen wir doch mal. Ah, jetzt kommen wir da oben dran, alles klar. Okay. Haben wir mal einen Punkt übrig, das ist doch schon mal gut. So, jetzt gehen wir uns mal gerade unsere neuen Crafting Materials holen. Also die neuen Sachen, die wir hier gerade gecraftet haben. Einmal dich und einmal dich. Gießen müssen wir nicht. Ist noch alles nass. Und dann gehen wir mal aufs Bötlein.
und fahren mal runter zur anderen Insel. Obwohl, da... Na, warte, wir fahren mal in die Richtung, weil wir müssen eh da hinten rüber und ein bisschen gucken, dass wir da dieses andere Teil für das neue Dungeon eröffnet bekommen. Weil da würde ich dann gerne mal nachgucken, ob es vielleicht, wenn es da auch das Holz gibt, dann ist uns ja schon geholfen. Ich würde gerne Hartholz farmen, also mal gucken, ob die überhaupt dafür taugt, die Axt, die wir jetzt gefunden oder bekommen haben. Übrigens sieht man jetzt unten auch in der Mitte da, dass der Health-Balken so ein Stück mehr bekommen hat. Das ist natürlich cool, dass das einem so angezeigt wird. Und dass es nicht einfach nur mehr geworden ist. Das ist natürlich geil. So, da sieht man schon den Zipfel der Insel. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt noch kein verbessertes Schwert, aber wir haben neue Crafting-Materials. Crafting-Items, so rum. Also um Sachen abzubauen. Hier ist direkt schon mal Holz. Holz. Ah, aber das ist doch schon mal direkt ein dicker Baum, ne? Jawoll. Sehr gut. Haben wir das Problem auch schon gelöst? Geil. Mal direkt Hartholz bekommen. Das müsste auch so ein Bäumchen sein, ne? Sehr gut. Spiel gut, spiel gut. Oh, ich finde es so toll, was die sich hier für eine Mühe gemacht haben, damit, dass man hier jetzt so viele Sachen erkunden kann und weiß ich nicht. Jetzt sind wir hier wieder in einem Dungeon. Hier werden wir wahrscheinlich das Ding irgendwie machen, also anklicken müssen oder finden müssen. Forgotten Town, das kennen wir schon. Also die vergessene Stadt, die kennt man schon aus dem alten Teil. Okay, die können jetzt auch irgendeinen Kram craften. Das ist natürlich krass. Oder casten nennt man das ja in dem Fall. So. Auch nicht vergessen, ne? Wenn ihr neue Items habt, um Sachen abzubauen, habt ihr meistens einen Special Attack. Das ist in dem Fall immer hier Q. Gilt auch fürs Schwert, da habt ihr das auch. Also ab einer bestimmten Level oder ab einem bestimmten Level bekommt man dann da einfach bessere Eigenschaften. Musste mal kurz auf die Aufnahmezeit gucken, weil ich kann jetzt keine Elden Ring Folgen machen, die nur 22 Minuten sind, wo ich im Rage-Modus rausgehe und hau dann Lens Island Folgen mit einer Stunde oder so raus. Das funktioniert halt nicht. Nicht, weil es unfair ist den Zuschauern gegenüber, sondern weil ich selbst auch die Zeit gar nicht mehr dazu habe, hier großartig einen anderen Krempel noch zu machen. Ich habe mir jetzt auch privaten 3D-Drucker angeschafft und will mich da auch ein bisschen einlesen, weil das doch ein Thema ist, was mich sehr interessiert. Gerade auch, weil man damit sehr viel für Brettspiele herstellen kann. Also so Inlets, irgendwelche Tokens drucken kann, etc. etc. Oder auch für Spiele, die keine Figuren haben, sich dann Figuren herstellen. Das sind so Sachen, die interessieren mich doch sehr. Ja, und dann halt auch genau die ganze 3D-Geschichte, die macht mir auch Spaß. Da bin ich auch mal gespannt, ob ich mich da gut einfinden kann. Als Grafiker hat man da natürlich eine gewisse Vorstellung, wie das funktioniert, aber 3D ist dann nochmal eine andere Kiste. Da muss man dann schon gucken, dass man da irgendwie sich gut vorbereitet und ein bisschen lernt, vor allem halt auch. Und nicht einfach erwartet, dass das alles ohne Probleme funktioniert, ne? Und jetzt könnt ihr mich mal, jetzt mache ich erstmal euren Shit hier kaputt. Da oben ist ein richtig fettes Fass. Da war richtig viel drin. 13 Teile. 14, ne 17 sogar. Hallo. Störe ich? Du bist ein größerer, oder? Der steht noch ein Stockwerk über mir. Nee, dann war er doch kein größerer. Sah nur so aus, weil er halt über mir stand. So, mehr ist hier nicht. Nö. Okay. Aber die zwei Fässer mit den Teilen, das war ja schon mal ganz gut. Und brauchbar vor allem. Mehr Teile. Sehr geil.
hoffe, ich bin hier auch richtig und ich knüppel mich hier gerade nicht einfach durch ein anderes neues Dungeon durch. Aber ich meine, das wäre auf der anderen Insel ja auch so gewesen, dass man da stellenweise in so ein Dungeon rein musste, um halt so diesen einen Schrein da zu aktivieren, den man braucht und sucht. Ist auf jeden Fall ordentlich Material. Und wie gesagt, Kohle ist halt gerade eine Sache, die schon gerne gesehen ist, ne? Und hier gibt es sie nämlich auch schon wieder. Aber wie gesagt, nach wie vor finde ich nicht so cool, dass man aus Holz keine Kohle herstellen kann. Das geht in jedem anderen Spiel, nur hier jetzt irgendwie nicht. Wenn ihr da eine Idee habt, ob das doch irgendwie möglich ist, vielleicht durch ein Lagerfeuer oder so was runterbrennt, dass man dann da irgendwie Kohle bekommt, schreibt es mal in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn mich da einer darauf hinweisen würde. Da oben ist aber auch der Mob los, ne? Ja, also mit den Spezialfähigkeiten dieser Waffen kann man schon gut was ausrichten. Solltet ihr nicht vernachlässigen. Das ist sehr wichtig. Ich bin jetzt mittlerweile schon auf Stufe 11. Und ab und zu sollte man dann auch mal die Dinger hier anmachen, damit man einfach wieder Leben generiert oder regeneriert. Samen, sehr wichtig. Bisher habe ich noch keine Kiste gehabt, wo was drin war. Das finde ich komisch, dass hier so viele Kisten drin dann liegen. So, mehr Pilze. Ja, jetzt haben wir 100 Steine. Oh, die sind scheiße, die Viecher. Die sind richtig scheiße. Da solltet ihr ganz schnell sehen, dass ihr die kaputt bekommt. Weil die machen richtig Schaden. Wenn die euch mit dem Blitz treffen, die hauen richtig einen raus. Da bin ich schon ein paar Mal dran gestorben, an den Drecksbiestern. Da müsst ihr wirklich schnell sein und aufpassen. Finde ich ja nach wie vor amüsant, dass man denen auf den Kopf jumpen, die direkt tot sind. Okay. Das halte ich dann eher für sinnlos. Sowas zu bauen. Oh, da ist ein dickes Ding. Ja, lass mich mal in Ruhe mein Ding hier machen, Alter. Ist dein Fett noch weg? Keine Sorge. Ja, da habt ihr das mal gesehen. Die sind heftig, die Typen. Boah, ganz viel Kohle, sehr gut. Kohle haben wir jetzt? 30, okay. Nur 30, das ist nicht ganz so viel. Ah, scheiße, jetzt sind wir bei 30 Minuten. Ich muss irgendwie gucken, dass ich hier einen Cut reinhaue. Aber ich will eigentlich auch den Schrein noch aktivieren. Das muss doch hier irgendwo sein, oder vertue ich mich da? Nicht, dass es einfach an der Oberfläche der Insel ist und wir hier einfach irgendeinen Kram zusammenbauen oder machen. Kann man das hier nicht reparieren? Nö. Krass ist halt, die Viecher lassen sich halt auch nicht davon beirren, dass ihr irgendwie auf sie einschlagt. Die machen ihren dämischen Blitzangriff einfach und dann hast du echt die Arschkarte, je nachdem wie weit herunter du bist mit deinem
deinem Lebensenergie. Aber ich finde es sehr cool, dass die einen hier nicht direkt irgendwie sagen, ja, renn 3 Meter in die Mine rein und du findest den Schrein, die Schreintafel, um den ersten der drei Punkte zu aktivieren vom nächst schwierigeren Dungeon. Das finde ich schon mal sehr gut. Auch wenn es mich jetzt gerade durch die Aufnahme ein bisschen nervt, weil ich hier auch vorankommen möchte. Nicht, dass ich schnell abgehandelt haben will, das Spiel, und einfach das nächste Projekt spielen will, sondern einfach, weil ich halt gerade ein bisschen in zeitlicher Bedrängnis bin, was die Aufnahme angeht. Aber es ist schon cool gemacht alles. Ja, da haben wir auch nichts. Kann man das eigentlich abbauen? Nee. Man kann hier auch nichts bauen. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kann man die Steine abbauen. Das wäre natürlich cool gewesen. Aber geht offensichtlich nicht. So, diese Nummern hier hasse ich wie die Pest. Weil da bin ich überhaupt nicht gut drin. Oh, bin ich fast runtergefallen. Oh. Ist das Ding. Das haben wir gesucht. So, das dann noch. Mal wieder 3 Skillpunkte. Das können wir eigentlich direkt mal wieder ausgeben. So, das hier war das mit Hunger Drain Over Time. Das ist richtig gut. Da haben wir nämlich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Mageninhalt. Damn. Was ich jetzt ein bisschen blöd finde, ist, dass ich mich nicht hier wieder rausporten kann. Das heißt, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist ein bisschen schade. Vor allem, wenn man jetzt hier runterfällt und dann stirbt. Weil dann hast du das ganze Material umsonst gefarmt. Das ist ein bisschen doof, oder? Geht das? Nee, das geht nicht. Ne? Ich kann mich hier nicht rausporten. Das ging früher. Da hast du am Ende, in manchen Dungeons hattest du dann den Vorteil, dass du da... Moment, bevor ich jetzt hier quatsche und falle, ist scheiße. Da hattest du tatsächlich den Vorteil, dass du einfach da hinlaufen konntest und den Kram einfach... also am Ende gab es dann manchmal auch so Schreine. Und die konntest du anklicken und dann einfach dich an den Start des Dungeons zurückporten. Das fand ich ganz angenehm. Ist jetzt kein Muss. Wir haben es ja hier jetzt auch so geschafft, zurückzukommen. Aber wenn du den ganzen Kram hier gefarmt hast und auf einmal da runter segelst, das ist natürlich nicht so cool. Was haben wir hier hinten noch? Hier waren wir auch noch nicht. Da gibt es noch ein paar... ja, toll, da gibt es nur die Dinger. Wo nichts drin ist. Oh, aber ein dickes Kohlefass. Das nehme ich natürlich gerne mit. Aber sonst nichts. Schade, hier gab es sonst auch immer so kleine Storytellings, also so kleine Letter, die hier rumlagen und so ein bisschen davon berichtet und erzählt haben, warum die Leute hier geflohen sind und so weiter. Das war auch immer ganz cool und nett, aber das gibt es offensichtlich auch nicht mehr. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Das Spiel hat auf jeden Fall einen Riesensatz nach vorne gemacht, was den Inhalt und die Tiefe angeht. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht oder mittlerweile umgesetzt. Aber diese Storytellings, die fand ich eigentlich schon mal ganz nett. Oh, da oben ist noch eine Truhe. Wie komme ich da hoch? Ich weiß wie. Hier hin. Dahin. Das und das. Haha. Nein! Och, Mann! Ja, toll. Kannst du mich mal dahin spawnen, wo ich wirklich hin muss? Ich sehe nichts. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Es darf doch alles nicht wahr sein. Jetzt spawnt der jedes Mal da drauf? Ernsthaft? Oh, jetzt muss ich mich da umbringen. Ey, das ist... Das ist das Erste, was ich jetzt hier richtig kacke finde.
hinter dem Steinding da ist anscheinend ein kleiner Vorsprung, der das Model da spawnen lässt. Und der dafür sorgt, dass ich jetzt nirgendwo anders mehr hin kann. Das Problem ist halt auch, du kriegst die Map halt auch nicht gedreht, ne? Also. Ja, es ist nicht perfekt, das muss man schon sagen. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die sind echt nervig, aber. Pff, jetzt muss ich mich hier noch. Jetzt bin ich tot und dann wache ich in meinem Bett auf. Ja, tot, zack, leck mich am Arsch, Spiel. Also wahrscheinlich ein dicker Batzen an Material ist jetzt weg. Ah, das. Ich hoffe, also ihr habt es hoffentlich bis jetzt noch geguckt, das Video. Das ist scheiße. Das ist extrem scheiße. Also wir hatten auf jeden Fall irgendwas an die 50 Kohle, das glaube ich schon. Aber so im Großen und Ganzen ist es einigermaßen erhalten geblieben. Aber finde ich trotzdem scheiße. Also das hätte jetzt echt nicht sein gemusst. Hätte man mich da irgendwo da gespawnt, wo ich wieder hätte was machen können, da hätte ich mich gar nicht aufgeregt, aber so ist scheiße. Das macht dann keinen Spaß. Weil du verlierst. Ah, guck hier an, unsere ganzen Samen, die wir gefunden haben, sind weg. Die sind alle weg. Das ist scheiße. Alle Samen sind weg. Irgendwas verlierst du halt dann, ne? Das macht so. So ist es scheiße. So, das können wir auch. Ah, hierfür brauche ich das. Okay, das Hartholz brauche ich hierfür. 70, die Teile. Na, die haben wir wenigstens. Also, wir haben soweit an Material alles behalten, außer unsere ganzen Samen sind alle weg. Das macht dann keinen Spaß. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Das ist dann schon scheiße. Deswegen baut euch diese Storages hier und knallt da alles rein, was ihr findet. Weil das ist sonst. Ihr fuckt euch ab, wenn euch sowas passiert wie mir jetzt gerade. Das macht dann wirklich keinen Spaß mehr. Also. Weil was mich jetzt wirklich nervt, ist, dass ich habe so viele Samen gefunden, die sind alle weg. Das finde ich nicht cool. Und ich konnte ja nichts dafür. Also ich habe ja nur versucht, da oben meinen Scheiß zu bekommen. Aber das hat ja nicht geklappt. Ich hoffe ja nicht, dass ich diesen scheiß Baum nachher schlachten muss, ne? Ich hoffe, dass der immer wieder Früchte trägt, weil wenn ich den schlachten muss, wäre das richtig scheiße. Und man muss optisch abpassen, wann er fertig ist. Gut, ist hier noch was drin? Oh, zwei Barren, sehr cool. Hier, das können wir auch mit Holz jetzt heizen. Was brauchen wir nochmal? 5 Barren, das kriegen wir aber gut zusammen. So, dann sollten wir vielleicht überlegen, ob wir uns das nächste Folge das Schwertchen hier noch kraften. Und vielleicht den Schild. Aber ich brauche auch irgendwie mal so langsam diese Scheißfackel, also diese blöde Laterne, die man sich da anheften kann. Naja, Freunde. Ach, guck mal, sind wieder ein paar Beeren fertig. Oh, es sind jede Menge Beeren fertig. Cool. Freunde, ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, dass all eure Träume in Erfüllung gehen, die ihr euch für das nächste Jahr vorgenommen habt. Und bleibt gesund, ne? Habt ein langes Leben und bleibt meinem Kanal erhalten. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, danke nochmal an die letzten Kommentare. Das hat mich doch an einer ein oder anderen Stelle auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Wir sind nochmal dazu angeleitet, ein paar Sachen also genauer zu betrachten. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Spiel. Macht es gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Tschüss!